Wir machen heute mit Patch 7.3 weiter. Das erste, was wir machen, einmal in unsere Ordenshalle gehen und wir hatten ja unsere Anhänger weggeschickt. Das werden wir heute abholen. Ist auch fertig. Schon seit, oje, Tagen. Also die letzte Aufnahmesession für das hier war vor einer Woche ungefähr. So, hier ein paar Arbeitsaufträge, alle erstellen. Hier drüben können wir auch unsere Aufwertung abholen. Durch Weltquests und Missionen erbeutete Artefaktmacht Gegenstände haben eine Chance, die doppelte Artefaktmacht zu gewähren. Sehr schön. So soll das sein. So, Ordenshalle, Missionsbericht. Und wir bekommen hier 249 Millionen Artefaktmacht. Wow. Was haben wir denn hier? Nichts, was wir momentan gebrauchen können. Hier ist nichts dabei. Gut, dann geht's einmal auf nach Argus. Portal nach Argus. Wo war das nochmal? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe die letzten 2 Tage, habe ich luzider Albtraum aufgenommen. Ich bin immer noch ein bisschen von diesem blöden Was wollt ihr hierher? Moment. Ich bin immer noch ein bisschen von diesem blöden Labyrinth geschädigt. Das war nicht mehr normal. Scheiß Labyrinth da. Viel Glück. So, hier haben wir 3 Stück geholt. Sehr schön. So, wo war das Portal nach Argus? Flugpunkt war es nicht. Es war Ich bin irgendwo hier. ein Portal, ich weiß aber nicht mehr wohin. Alter Schwede, hat das Probleme beim Aufbauen. Bis Hier bald. geht gar nichts. Hä? Argus, lichtgeschmiedetes Signal. Ach, hier. Yeah. Okay. Ja, mit dem luzider Albtraum, das hat mich Stunden gekostet. Ich habe das als 5 Special-Folgen rausgehauen. Und ich könnte mich immer noch über den Entwickler davon aufregen. So, wir Unmöglich. geben jetzt Ich kann erstmal. nicht glauben, dass sie nun die Horde anführt. Nach all dem, was sie unserem Volk während des Krieges angetan haben. Das ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, wie ich den Rest erklären soll. Und ob das der richtige Zeitpunkt oder Ort ist. Ich muss es wissen, Verissa. Was ist mit unserer Schwester geschehen? Gib mir einen Augenblick. Ich muss meine Gedanken sammeln. Ja, erzähl ruhig, dass sie eine Vielleicht Bungee sollten wir ist. diese Angelegenheit unter 4 Augen besprechen. Nee, hier jetzt sofort. Wo kann ich das denn abgeben? Hier vorne, Überreste des sinistren Grats. Also müssen wir uns nach da vorne teleportieren. Hier. Krokolager. Und dann nehmen wir die andere Quest an. So. Ich höre zu. Schalte Sprecht. den Zugang zu Anhängern und Ausrüstungsmissionen in Krokun frei. Vorräte für Krokun. Ja, haben wir doch. Rekrutiert einen
Krokul-Gradpirscher, der eure Champions auf Mission begleitet. Aha. 900. ja, klar. Aufgeben. Die Natraxas-Festung, Vorbereitung. Bringt 6 Champions auf Gegenstandsstufe 900. Boah, haben wir keine 6 Stück auf 900. Muss ich mal gucken. Hier auf der Vindica war ja ein Missionstisch gewesen. Wo war der? Der war unten. Und hier links, glaube ich. Ja. So, Anhänger. 1, 2, 3, 4. Ich bin der Meinung, wir hatten noch. Hatten wir nicht noch? Und haben die nur nicht hochgebracht? Wir gehen noch mal kurz nach Dalaran. Solange wird der Ruhestein ja nicht dauern, dadurch, dass wir ja eben in Dalaran waren. So. Also heute munteres Hin- und Herbewegen. In World of Warcraft natürlich. So. Hallo. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier. 2 Stück. Ja, das war's. Wie hoch sind die Anhänger? 880 und 850. Ja, schade. Schade. Mehr können wir da leider nicht machen. Ich habe gedacht, wir hätten die oben. Ich guck gerade, vielleicht gibt's ja irgendwas, mit der wir die Champions direkt auf 900 bringen können. Nein, nein. Auch nicht. Nee, leider nicht. Hier, dass es alles nur Artefakt macht. Man sieht sich. Ja, das heißt jetzt, wir müssen Anhänger auf Missionen schicken, dass wir mehr Ausrüstung kriegen. Weil ich glaube, durch die Aufträge, die wir gemacht haben, bekommen wir nur noch neue Sachen. Denke ich mal. So, dann machen wir das jetzt gleich. Haha. So, Missionen. Hier ist eine. Den hier und den hier. Das Licht euch den Weg weisen. Den hier. Können wir irgendwie höher kommen? Ich bin die Verkörperung des Lichts. Gruppe Zeloten. Vielleicht. 116. 106. Moment. Hohepriesterin Ishana und Kalia Menethil. Und hier unten bei dem brauchen wir Kalia Menethil. Und das hier dauert 2 Stunden. Mache ich das jetzt erst. Möge das Licht
So, 130, 115, 112, 102, 22 und 132. Ja, vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen was raus. Dann starten wir das erstmal. Und werden uns jetzt der Quest hier... Ah, ein Blinktron 6000. Als her mit. So, gucken, ob was Gescheites drin ist. Und, ja, nichts Gescheites drin. Aber hier lockerer Abzug wird von Ingenieurkunstverkäufern in Dalaran verkauft. Aha. Und das Buch hatten wir schon öfters. So, bei Thoralion gibt es dann die nächste Quest, die erst in der zweiten Woche freigeschaltet wurde. Hier haben wir auch eine, ich weiß jetzt nicht, ob es Daily oder Weekly ist, dass wir 50 makellose Argonite sammeln. Dafür kriegen wir 300 von dem verschleierten Argonit. Können wir mal annehmen, weil wir müssen ja eh wieder runter zum Questen. Der Ruf des Sprechers trifft Magni im Groku-Lager. Alles klar. So, Groku-Lager ist hier. Geladen und entsichert. Geladen und entsichert. Schaltet alle Fähigkeiten des Matrix-Kerns. Ah, okay. Das können wir ja auch noch machen dann. Spendet den Herzen meines Volkes Frieden. Wie eigentümlich, dass auch ihr es hören könnt, Fremdling. Es ist zarter als der Hauch des Windes, aber es fühlt sich so vertraut an. Wie der Ruf von Azeroth, nur, dass sie es nicht ist. Genau, wir sind ja auch auf Argus. Ich spreche für Azeroth. So, Quest beenden. Visionen der Pein. Aktiviert den heiligen Stein und werdet gemeinsam mit Magni Zeuge der Vision von Argus. Kämpft für unsere Welt. Wenn der Geist von Azeroth zu mir spricht, ist es wie ein Lied. Darin liegt Schönheit, selbst wenn ihre Nachricht nicht klar ist. Argus' Seele ist anders. Er ist voller Qualen. Gebrochen. Gebt Acht. Oder der Schmerz wird euch... Legt eure Hand auf den Stein, wenn ihr bereit seid. Heiß, kalt? Hallo? Er will uns etwas zeigen. Was ist euer Begehr, Meister? Ihr Kreislauf ist fast... Der gefallene Titan dient jetzt Sageras. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Also ein gefallener Titan. Diese Steine stecken voller Geschichte. Ja. Kehrt zu Thoralion auf die Vindica zurück. Zurück an die Arbeit. Sonst hast du nichts mehr zu erzählen. Okay. Der gefallene Titan. Hierhin müssen wir. Ja, ich glaube, Neltarion, also Todesschwinge, war auch einer der Titanen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder wurde er von einem der Titanen beherrscht?
schon etwas her, dass ich die Bücher gelesen habe. Mein Glaube ist mein Shit. So, Quest beenden. Und dann würde ich sagen, machen wir morgen weiter. Und da geht's dann keine Ahnung wohin. Was haben wir eigentlich hier für Wochenquests? Argus Vorstoß. Sehr schön, da können wir wieder was hier bekommen. Heißt, wir müssen 0 von 3 schließt 4 Weltquests für den Argus Vorstoß ab. 0 von 3. Ich habe keine Ahnung, ob wir nur 3 oder 4 machen müssen. Ah, hier steht wöchentlich. Okay. Also sobald wir das angenommen haben, steht dann da, ob wöchentlich oder täglich. Ist auch neu. Gut, dann hoffentlich sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.